Dinge, die ihr unbedingt mitnehmen solltet für euer Auslandsjahr. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Anne, ich bin mittlerweile 20 Jahre alt und ich war 2018, 2019 mit dem PPP-Stipendium in den USA. Und ich habe, als ich geflogen bin, damals mit 16, tatsächlich ein Kofferpack-Video gemacht. Und das war irgendwie alles ein bisschen over the place. Also da ist noch mehr Zeugs und Schokolade und sowas alles. Da muss ich halt gucken, was ich da mitnehme und was nicht. Das sind noch meine Französisch und Spanisch Sachen, die ich wahrscheinlich nicht alle mitnehmen werde, aber... Ich habe schon nicht so schlecht gepackt, aber wenn ich jetzt nochmal packen müsste, würde ich wahrscheinlich vieles anders machen. Ich habe auf dieses Kofferpack-Video auch schon mal reagiert mit einem anderen Video. Die kann ich euch beide gerne unten verlinken oder oben oder wo auch immer. Ich wollte heute aber nochmal so eine kleine Edition dazu machen für alle zukünftigen Austauschschüler, was ihr alles so dabei haben solltet in eurem Auslandsjahr und welche Tipps ich euch so zum Kofferpacken geben kann. Also jetzt kommen Dinge, die ihr unbedingt mitnehmen solltet für euer Auslandsjahr. Ich habe hier auch ganz entspannt noch einen Smoothie und einen Cappuccino. Also ich sag mal ganz vorneweg, wenn ich jetzt noch mal so lange wegfliegen würde, vor allem in die USA, ich glaube, da würde ich irgendwie so kaum was mitnehmen und mir dann da halt so voll viel kaufen, um halt die Sachen da voll auszuprobieren. Aber ich habe halt so voll viele so Pflegeserien und Concealer und Augenbrauenstifte mitgenommen. So. Und da würde ich dann halt eher so in den USA gucken, was die da so für Produkte haben und die dann halt benutzen, um das mal auszuprobieren. Weil im Endeffekt ist es ja egal, ob man das Geld jetzt vorher in Deutschland ausgibt oder ob man es dann halt in den USA ausgibt. Aber ich weiß auch, dass es noch ein bisschen anders ist, wenn man ein bisschen jünger ist und dass man sich da vielleicht doch eher so ein bisschen Sachen von zu Hause wünscht, die einen irgendwie so an das gewohnte Umfeld erinnern. Ich fange einfach mal an mit der ersten Sache, die, glaube ich, relativ offensichtlich ist. Und zwar wäre das eine Dokumentenmappe. Die muss natürlich ins Handgepäck, natürlich, klar. Und kopiert da wirklich alles irgendwie nochmal. Also habt euren Impfpass da drauf, euren Reisepass, euer Visum, eure Flugdaten, die ganzen Unterlagen von der Organisation, alles, was ihr da irgendwie habt. Ich hatte da so einen blauen Ordner und den habe ich auch in mein ganzes Auslandsjahr über immer mal wieder gebraucht. Jetzt nicht so krass regelmäßig, aber halt, dass man das dabei hat. Falls ihr aber wirklich mal in eine ganz doofe Situation kommt und das ist dann auch noch weg, dann ladet euch das am besten vorher irgendwie einmal so aufs Handy oder aufs iPad oder auf dem Laptop oder so, dass ihr das zur Not auch digital habt und theoretisch wieder ausdrucken könntet, dass ihr halt auf jeden Fall die Informationen habt. Weil auch wenn man das natürlich nicht hofft, so doof kann man gar nicht denken, wie es manchmal passieren kann. Als nächstes was ich in den USA ganz viel gemacht habe, und zwar das Tagebuch schreiben. Also nehmt euch am besten irgendwie so ein kleines Tagebuch mit. Ich habe meins relativ schnell vollgeschrieben gehabt und mir dann halt da ein neues gekauft und bin dann halt nachher mit mehreren von denen zurückgeflogen. Ihr könnt natürlich auch sagen, okay, ich kaufe mir das dann einfach da, dann muss ich es nicht mitschleppen. Aber ich fand es eigentlich auch ganz cool, das so über den Flug schon zu haben, weil man da doch irgendwie nochmal voll viel nachdenkt und irgendwie so erwartungsvoll ist. Und da schon nochmal irgendwie so voll viele so, weiß ich nicht, Emotionen hochkommen und was auch immer. Deswegen kann ich euch dafür ein Tagebuch auf jeden Fall empfehlen. Halt auf jeden Fall, dass ihr irgendeine Möglichkeit habt, eure Gedanken runterzuschreiben. Ich habe ja eben schon gesagt, was ich nicht mehr mitnehmen würde, sind so mega viele Klamotten. Was ich aber tatsächlich stattdessen mitnehmen würde, sind Süßigkeiten. Ich habe zwar schon viele Süßigkeiten mitgenommen, aber das habe ich auch eigentlich nie bereut, weil so Schokolade in den USA ist einfach keine deutsche Schokolade. Und so ein Stück Milka-Schokolade, wenn man dann doch mal irgendwie ein bisschen Heimweh hat oder so, ist das schon ziemlich gut. Natürlich auch für eure Gastfamilie, dass ihr denen irgendwie sowas geben könnt und dass sie das auch probieren können. Dafür seid ihr ja irgendwie auch da. Aber auch so für euch selbst. So ein kleines Stück Heimat. Also ich würde wahrscheinlich mit einem Koffer voll Milka fliegen. Ich weiß nicht, ob das geht, aber als nächstes besorgt euch eine Mehrfachsteckdose und so einen Adapter. Also so einen Konverter irgendwie von dem Land, wo ihr seid, zu Deutsch, falls ihr das braucht. Aber das würde ich für den Anfang auf jeden Fall mal empfehlen. Ihr könnt euch natürlich auch direkt einen Adapter kaufen. Sind da aber meistens irgendwie ein bisschen günstiger. Und ich hatte dann nachher irgendwie einfach so welche, weil meine Gastmutter halt noch welche so hatte, die sie halt nicht gebraucht hat. Und vielleicht hat eure Gastfamilie sowas dann ja auch. Dann braucht ihr es halt nicht wieder kaufen, weil wenn ihr dann nachher wieder zurück in Deutschland seid, dann benutzt ihr es halt nicht, weil jetzt braucht man halt nicht. Ich muss sagen, meine Konstruktion da mit dem Adapter, also mit diesem Converter-Ding da, hat nachher nicht mehr so gut funktioniert und auch nie so richtig gehalten. Aber es für den Anfang auf jeden Fall schon mal echt ganz gut. Ich würde halt mit so einer Regel anfangen wie so eins von allem. Also so auf jeden Fall ein schickes Outfit. Ich habe es zum Beispiel so gemacht, dass ich halt ein Kleid hatte, was halt schon ganz schick war, was aber halt so ein ganz normales Kleid war. Es hat jetzt nicht viel Platz weggenommen. Das ist eher so ein schickeres Kleid. Das könnte ich theoretisch auch an Homecoming anziehen. Also Prom-Dresses und Homecoming-Dresses und so.
die sind halt einfach mega teuer. Also ich meine, Ballkleider hier sind auch mega teuer. Falls ihr euch aber doch ein Homecoming-Kleid oder sowas kaufen wollt, dann kann ich auf jeden Fall irgendwie Secondhand, also Thrift-Shopping, mega empfehlen. Weil da habe ich halt meinen Prom-Dress her und meinen Winter-Formal-Dress. Die finde ich halt immer noch mega schön und würde sie immer noch tragen. So. Ich meine, guckt natürlich, wo ihr hinkommt und dann überlegt halt, okay, ich nehme erstmal eine kurze Hose mit und dann vielleicht eine blaue Jeans und eine schwarze Jeans. Dann vielleicht irgendwie noch einen Rock oder so. Und dann vielleicht noch eine Leggings und einen so ein Hoodie und einen Pullover, der ein bisschen hübscher ist. Also der so ein richtiger Pullover ist. Weil bei mir war es am Ende so, dass ich irgendwie mega viele Hoodies hatte, die sich angesammelt haben über die Zeit. Und ich hatte halt am Anfang schon zwei Hoodies. Also dann wascht ihr halt irgendwie am Anfang ein bisschen öfter. Auch so, um am Anfang ein bisschen reinzukommen und so ein kleines, ja, Starterpaket zu haben, würde ich sagen, bevor man dann irgendwie sich ein Duschgel kauft, die in den USA sowieso so riesig sind, dass sie wahrscheinlich entweder für das ganze Jahr oder für das halbe Jahr sowieso reichen. Nehmt euch ein kleines Shampoo und ein kleines Duschgel und eine kleine Zahnpasta mit und dann vielleicht noch so eine kleine Packung Abschminktücher, dass ihr die halt irgendwie auch auf dem Flug benutzen könnt, wenn ihr euch irgendwie eklig fühlt und so. Das würde ich empfehlen, aber ich würde nicht irgendwelche großen Shampooflaschen mitnehmen oder so. Lasst es einfach zu Hause, ist unnötig. Jetzt habe ich noch mal kurz was zum Packen generell. Und zwar ist das, benutzt auf jeden Fall Vakuumbeutel dafür. Also ich kann euch nicht sagen, wie viel Platz die mir erspart haben und wie viel mehr in meinen Koffer ging durch die Vakuumbeutel. Also dann kann es manchmal schon ein bisschen gefährlich werden, dass der dann zu schwer wird. Aber so eine Winterjacke zum Beispiel, und die kann halt schon echt teuer sein. Und ihr habt halt, wenn ihr wieder zurückgeht, mehr Sachen, als wenn ihr hinfliegt. Das mit meiner Winterjacke habe ich echt ganz schlau gemacht. Ich habe sie halt mitgenommen, weil sie halt eben nicht mehr so schön war und ich sie dann auch schon den zweiten Winter getragen habe. Und das kann ich auch wirklich gut empfehlen, weil ich dann auch da, als dann der Winter losging, hatte ich nicht so den Pressure, dass ich jetzt losgehen musste, um mir eine Winterjacke zu kaufen. Aber ich hatte nachher halt auch nicht den Stress, dass ich mir dann irgendwie so eine mega teure Winterjacke gekauft habe und die kriege ich jetzt nicht wieder mit nach Hause. Also Vakuumbeutel, und was aber auch mega praktisch sein kann, sind diese Packing Cubes. Ich war immer so ein bisschen skeptisch bei denen und war so, als ob da deswegen mehr reingeht. Aber mittlerweile macht es Sinn für mich. Und vor allem, wenn ihr, also vor allem fürs Handgepäck, wenn ihr irgendwie vielleicht doch nochmal zwischenlandet. Und ich habe einfach noch eine Nacht woanders geschlafen, und also in so einem Hotel, und wusste das halt einfach nicht. Also da waren wir vielleicht irgendwie ein bisschen schlecht informiert. Ich finde es auch ein bisschen komisch im Nachhinein, dass die Organisation diese Informationen nicht an uns weitergeleitet hat. Also es war schon ein bisschen merkwürdig, oder ich habe es halt nie einfach nicht mitbekommen, keine Ahnung. Ja, aber ich habe dann halt noch eine Nacht irgendwo anders geschlafen. Und deswegen würde ich auch immer sagen, nehmt zusätzlich zu eurem großen Koffer noch euren Handgepäckskoffer mit. Auch wenn ihr vielleicht denkt, okay, brauche ich nicht, ich kaufe mir dann lieber in den USA ein und nehme ihn dann halt wieder mit zurück. Nehmt auf jeden Fall Handgepäck mit, auch falls euer Koffer irgendwie verloren geht oder so, dass ihr halt wenigstens ein paar Klamotten mit habt. Falls ihr doch nochmal irgendwo anders übernachtet oder so. Oder wie gesagt, der Koffer verloren geht. Deswegen nehmt immer Handgepäck mit. Auch wenn ihr in den USA vielleicht mal irgendwo hin verreist für vielleicht irgendwie eine Woche oder so mit eurer Gastfamilie oder so, dann nehmt ihr ja nicht immer euren großen Koffer direkt mit. Deswegen so ein kleiner Handgepäckkoffer schon echt mega praktisch. Und es sind natürlich nochmal irgendwie so 7 oder was Kilo, die man dann nochmal extra mitnehmen kann. Das ist schon echt praktisch. Falls dann aber der Fall wirklich eintritt und eure Koffer verloren gehen, dann stellt auf jeden Fall sicher, dass ihr da so ein Adressbändchen reingemacht habt. Also so ein Reisetag halt. Ich glaube, ihr wisst, was das, also wo man das herbekommt, was ich jetzt meine. Halt so ein Adresstag. Also wir haben sogar tatsächlich einen von AFS bekommen, den wir an unsere Koffer ranmachen mussten. Aber das würde ich auf jeden Fall machen, dass ihr dann auf dem Hinflug die Adresse von euren Gasteltern draufschreibt und auf dem Rückflug die Adresse von eurem Zuhause in Deutschland dann halt. Also falls es dann irgendwie verloren geht, dass es dann irgendwie doch noch ankommt, weil dann steht es halt irgendwie noch am Koffer dran. Das sind jetzt, glaube ich, so meine Tipps fürs Kofferpacken, was man unbedingt dabei haben sollte. Und nein, ich habe das Wichtigste vergessen. Die Gastgeschenke. Ihr braucht definitiv Gastgeschenke. Und wenn es halt irgendwie nur so eine kleine Aufmerksamkeit ist für eure Gastgeschwister, für eure Gasteltern, irgendwas, weil immerhin nehmen die ja euch auch auf dann für entweder ein Jahr oder ein halbes oder wie auch immer lange ihr weg seid. Deswegen würde ich auf jeden Fall immer aufpassen, dass ich halt wenigstens irgendwas Kleines dabei habe, irgendwas Regionales. Ich finde Schokolade immer gut. Aber ihr habt ja wahrscheinlich, bevor ihr da ankommt, auch schon ein bisschen Kontakt mit eurer Gastfamilie. Und da fragt vielleicht vorher auch nach, ob es da irgendwelche Unverträglichkeiten gibt oder die irgendwas nicht essen. Weil es ist, glaube ich, schon ein bisschen schwierig, wenn man dann da ankommt und man hat voll viel Schokolade mitgebracht und das ist so das einzige Gastgeschenk und dann heißt es auf einmal, dass die ganze Familie intolerant ist. Und es ist in den USA schon mehr vertreten, dass die Leute Allergien haben und Unverträglichkeiten und so. Das wären so meine Tipps. Wie gesagt, nehmt nicht zu viel mit. Ihr ärgert euch sonst nachher nur, dass ihr Sachen da lassen müsst, weil ihr jetzt nicht wieder
mit zurücknehmen könnt und so. In dem Fall ist weniger dann vielleicht doch mehr, vor allem auf dem Hinflug, damit ihr für den Rückflug mehr Platz habt. Das war es dann auch schon mit meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und es war irgendwie hilfreich für euch. Ja, wie gesagt, ich kann meine anderen Kofferpack-Videos gerne unten verlinken oder halt eben hier oben irgendwo, wenn ich es nicht schon gemacht habe. Falls ihr jetzt nochmal Interesse habt an Dingen, die man nicht mitnehmen sollte ins Auslandsjahr, wo man vielleicht irgendwie dachte, okay, das ist mega wichtig und dann benutzt man es irgendwie gar nicht, dann schreibt es gerne auch nochmal in die Kommentare. Ich habe mir da nämlich schon ein paar Gedanken zugemacht, also ich denke mal, das Video wird sowieso irgendwann kommen. Aber falls ihr auch Austauschschüler seid oder wart und euch da noch ein paar Sachen einfallen, dann könnt ihr das auch gerne unten reinschreiben. Genau. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Video wieder. Tschüss!